Hey ho, hier ist der Zello, willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Das letzte Mal haben wir ja den Jedi-Tempel erreicht und da gab es eine Videobotschaft. Und an dem Punkt machen wir jetzt weiter. Wir sind ja auf dem Weg zu unserem Schiff. Ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass wir hier irgendwie lang müssen. Komme ich da bestimmt wieder nicht rüber. Aber hier. Die ganzen Evolis wieder. Yeah. Hast noch was gefunden? Gute Leistung. Ah. Bestanden. Ja, ich habe bestanden. Billions? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, Billions, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD-1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Botuli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Zepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Vogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Ah. So sehen die aus. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holochron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Zepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Jo. Seid ihr dabei? Na, Logo, hat er nichts anderes vor in der Zeit. Sind dabei. Datumir oder Zepho, du hast die Wahl. Gib einfach Bescheid, wenn es losgehen soll. Na, lass loslegen. Warte mal, hier war doch irgendwas. Ach da. Hey Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde.
Hauptziel ist aber der andere. Zepho, na dann reisen wir hier hin. Ah, Zepho, mein Lieblingsplanet. Auf geht's nach Zepho. Heute ist unser großartiges Militär damit befasst, die Gesetze des Imperiums durchzusetzen und jedem Einhalt zu gebieten, der unsere galaktische Harmonie zerstören will. Hören Sie diesen Dreck? Schalten Sie ab. Diese Lügner. Meinen Sie, den Müll glaubt irgendjemand? Zu viele auf den Kernwelten. Für sie hat sich seit der Übernahme durch das Imperium kaum was verändert. Ach, kommen Sie. Einige sind heute reicher als zuvor. Nicht so wie auf den entbehrlichen Welten. Nicht wie auf Lateron. Solange der Imperator die richtigen Leute zufriedenstellt, wird das so bleiben. Deshalb brauchen wir die Jedi. Dann sollten wir das Holoding schleunigst holen. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Okay, dann setze ich mich mal hin. Heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Jo, meld dich. Herr, hier drüben. So, dann gehen wir mal hier rüben hin, ne? Auffälliger Hangar. Ah ja. Okay, der Durchgang da hinten ist gesperrt. Suchen wir auf jeden Fall erstmal, ob hier... Oh. BD-1 hat was gefunden. Lagerkiste. Sehr schön. Dies müsste noch gesperrt sein, ne? Ich würde es von der anderen Seite verschlossen. Ah, da ist eine Kiste. Was war da drin? Neues Poncho-Material. Ah ja, schön. Ansonsten gibt es hier nichts weiter, so wie es aussieht. Müssen wir wohl den Weg hier mal hoch, würde ich sagen. Und mal darüber balancieren. Sie sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. Einmal in der Mitte durchgeschnitten, würde ich sagen. Cal, kannst du mich hören? Imperium. Sie haben Zepho. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht.
Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Drecksviecher. Komme ich da hoch? Gibt's ein Echo? Hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Auf der Flucht. Ist hier irgendwas Feines? Nee, ne? Hier oben ist noch die Kiste. Gibt's im Fach. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD. Yeah. So, und wo muss ich jetzt lang? Oh, ich habe die maximale Anzahl erhöht. Na, da hoch brauche ich eigentlich nicht. Und hier weiter voran komme ich eigentlich auch nicht. Darunter gibt es auch nichts. Dann gehen wir einfach mal hier lang. Ist auch nicht zu sehen. Ah, hier ist eine Treppe. Dann nehmen wir doch die einfach mal. Ha! Doch nö. Hey, hier rauf! Oh nein! Immer drauf! Pass auf, sonst seid ihr die Nächsten! Keine Hilfe, um dich zu erledigen. Aber hier waren immerhin schon mal imperiale Sturmtruppen. Da sind noch mehr. Er hat Angst vor einem echten Kampf. Ich glaube. Ja. So. Hallo? Scout-Truppler. Sind aber viele Sturmtruppler hier und ich muss da durch. Na dann. Was war das? Los, holt ihn euch!
So, sonst noch irgendjemand? Du solltest nicht hier sein. Angekommen. Upsi. Tut mir überhaupt nicht leid. Wer verfolgt hier was? Das sind alles Lügen. Räumungsbefehl. Das Imperium wollte nur das Land. Ich erledige dich endgültig. Bringt es zu Ende. Du machst mir keine Angst. Jawohl, so Mustard. Ich schau ja hin. Kommandeur. Also der Durchgang ist auf jeden Fall erstmal noch gesperrt. Da muss ich mir einen anderen Weg suchen. Gehen wir halt da lang. Gucken wir kurz hier rein. Räumungsbefehl. Hier gibt es ein Echo. Mhm. Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft in Arbeitslager. Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft in Arbeitslager und Schlimmeres. Oh je. Yeah. Ah, das war ein T-Jäger. Aber wo komme ich denn jetzt weiter? Irgendwo da hinten ist noch was, also muss ich irgendwie da hoch. Aber wie komme ich da hoch? Was ist da drüben? Er ist schon tot. Wenn du es sagst. Na komm, schieß. Na schieß! Ja komm! Nicht? Danke! Komm wieder her! Was haben wir gefunden? Neues Outfit-Material. Yeah! Ich kann die Farbe des Outfits im Pausenmenü bearbeiten. Oh, hier kann ich meditieren. Machen wir mal eine Runde ausruhen. So, gucken wir gleich nochmal wegen den Fähigkeiten. Was haben wir hier? Kells Verteidigung verbessert sich, dadurch erleidet er durch Angriffe weniger Blockausdauerschaden. Doch, aber ich glaube, ich nehme hier wirklich die noch. Mach die unteren Punkte voll. Und dann gucken wir mal, wo wir lang gehen. Ah, noch eine Abkürzung. Sehr schön. Ach, er scheint jetzt schon wieder da. Hab ihn gefunden. Aua! Voll drauf! Ein Eindringling, da oben! Schieß!
Schieß auf deine Beine! Jedi, auf ihn! Na, geht doch. Hat ihn jemand anders? So, gibt's hier irgendwas zu sehen? Holt euch den Jedi! Da ist ein Eindringling! Ich wusste, dass es so enden würde! Arschloch. Was haben wir denn hier? Genau, was für mein Lichtschwert vielleicht mal wieder? Her. Oh, es war also was drin. Neue Lichtschwerthülse. Yeah. Zip, zip, ich sehe dich. Richtig verschnetzelt. Noch jemand ohne Fahrschein? Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Wie repariere ich das Ding? Also da komme ich auf jeden Fall nicht rein. Ja, den repariert es doch. Ah, okay. Da lang. So. Was ist hier drinnen los? Turbinenanlage. Laufen wir doch einfach mal hier lang. Oh? Mein Freund, seit ich Bogano verlassen habe, habe ich mehr über die Sepho erfahren, als ich für möglich hielt. Okay. Die Tür ist verschlossen. Dann geht's halt wieder auf die andere Seite zurück. So. Bin von da gekommen, oder? Noch eine Truhe für mich. Hey! Oh, es war also was drin. Lichtschwertmaterial. Ah, Licht. Weiß jetzt zwar nicht, was das gebracht haben soll, aber okay. Hoffentlich. Ey, du Drecksvieh. Thank you.
könnte ein Problem werden. So, komm kürzer. Was ist das? Ein Füllack. Neues Ziel zur Holokarte hinzugefügt? Da hinten, okay. Hab ja schon ein bisschen was erkundet hier, würde ich sagen. Hab kein Geheimnis gefunden, aber... So. Mal weg. Und das Metzeln der Sturmtruppen da vorne, würde ich sagen, machen wir das nächste Mal. Bedanke mich fürs Zusehen. Euer Zello. Tschüss.